Hoher Besuch in der Sportstadt Düsseldorf. Bei mir, ich fange mit dem Einfachen an. Carla Borger, richtig. Und jetzt wird es schon schwerer. Maggie kriege ich noch hin. Und dann? Ich gebe die Frage zurück. K-Punkt, würde ich sagen. Nee, los, ein Versuch ist wert. Ja, also es ist polnisch, würde ich sagen. Kutschach? Fast. Korzuch. Korzuch. Also andersrum. Also, ja, aber also so generell die Anmutung war nicht schlecht, ja, oder? Ja, war nicht schlecht, fand ich gut. Ja. Normalerweise seid ihr im Beachvolleyball-Dress unterwegs. Heute noch schicker. Was ist der Grund? Wir dachten uns mal, es ist auch mal schön, mehr Klamotten zu tragen. Deshalb heute die schicke Variante. Nein, hier beim Juniorsportler ist immer schön, sich mal auch schick zu kleiden, beziehungsweise mal anders zu kleiden und mal schön rauszukommen aus dem Trainingsalltag und ja, einfach mal auf einem Ball oder auf irgendwelchen Events dann zu sein. Maggie, ihr werdet aber nicht geehrt. Ihr seid nur zu Besuch hier, ja? Ganz genau. Aber es fühlt sich trotzdem gut an, beim Juniorsportler zu sein, weil man sich dann direkt jünger fühlt. Also das ist auch sozusagen ein anderer Grund, warum wir hier sind. Aber als ob das nötig wäre. Die Saison ist bei euch vorbei. Wie ist es denn gelaufen? Ja, ich würde sagen, dass es eine sehr, sehr lange Saison war. Also wir haben tatsächlich das erste Turnier Anfang Januar gespielt und das letzte Ende August. Also es war schon echt ein super langer Zeitraum. Ich denke, wir haben nochmal einen Schritt nach vorne getätigt, haben gute Resultate auch nach Hause gebracht, wissen immer noch, dass da immer noch sehr viel Potenzial drinsteckt und das ist auch das, was wir jetzt in die nächste kommende Saison mitnehmen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, jetzt habt ihr mal ausnahmsweise auch so ein bisschen frei, nehme ich an, auch mal Zeit für euch. Was macht ihr mit der vielen Zeit? Um Gottes Willen, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Ich habe irgendwie mich motiviert und begeistert irgendwie so viel, dass ich meinen Tag irgendwie fülle mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen und am Ende frage ich mich, wo ist der Tag und wo sind die Stunden eigentlich hin? Also ich beschäftige mich abgesehen davon auch viel mit Yoga und Meditation, aber nutze natürlich auch die Zeit, die vielleicht während des Sommers oder während der Tour so ein bisschen auf der Strecke bleiben, um aufzuräumen, Dokumente zu sortieren, Arzttermine wahrzunehmen und solche Sachen und dann natürlich auch ein bisschen zu entspannen mit einem Urlaub, wo man mal komplett abschalten kann oder auch einfach Familie besuchen, Freunde besuchen und dann geht es eigentlich schon los mit der Vorbereitung. Also das verfliegt total schnell. Tokio 2020 ist das Langfristziel. Was muss noch alles passieren, damit es tatsächlich in Erfüllung geht? Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die Saison hat auch ganz viel gezeigt. Dabei sind wir gerade sozusagen zu reflektieren und was können wir besser machen, damit wir wirklich komplett gut gerüstet sind auf die Qualifikation. Ich glaube, unser Hauptpunkt hat gezeigt, wir können viele gute Ergebnisse zeigen, haben wir auch schon gezeigt. Hauptpunkt ist, an unserer Konstanz zu arbeiten und wirklich unser Level, was wir können, was wir abrufen können, wirklich konstant zu halten. Also das ist, glaube ich, das, was so Punkt 1 ist bei uns für die nächste Saison. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank für den kleinen Besuch, Carla und Maggie. Hat uns gefreut.